Leute, was geht? Und erzähl weiter. Oh Mann, ey. Sie haben mein Aufnahmegerät ganz zerstört. Bitte. Oh Mann, jetzt werde ich voll rot, ey. Ist mir voll peinlich. Und willkommen zurück zu GTA Online. Diesmal, wie ihr seht, mit zwei hässlichen Fratzen hier im Gesicht. Neben mir der Wems. Ich bin der Tosni, wie üblich. Und wir machen heute wieder eine Stock-Car-Crash-Challenge. Machen wir hier kurz auf Feldtaste nach unten. Ich will mal sehen, wer alles dabei ist. Alles klar. Wieder vergessen. Die Larissa ist dabei, der Godzilla, Server Crashy, also nur Crashy, der Manne, iOS, Barbie, der 5-0, der übrigens auch aufnimmt, ja, auf seinem Kanal. Checkt ihn aus, er ist da unten in der Videobeschreibung. Ich bin Hipster. Und dann noch der Chris, ja. Check ihn aus, Junge, genau du, ey. So, okay. Wir werden das Ganze heute mal etwas anders kommentieren, ne? Ich bin hier zu Wims gedüst. Und es ist warm. Es ist sehr warm. Es ist sehr warm. Ich sweater auch ein bisschen, bin auch ein bisschen rot in the phrasen. Ja, wer nicht? Ne? Naja, wer nicht? Wer nicht? Ich find's geil, so rot zu sein. Oh Gott, wir sind... Das ist 3 Sekunden und ich will schon wieder gehen. Ich will schon wieder gehen. Alles für einen Arsch, meine. So. Wo ich hier wohne. Das ist unfassbar. Ja. Boah, das Licht ist auch... Das Licht ist vor allem voll warm. Ja, es ist echt wirklich... Ich fühle mich wie in der Sonne. Alter, was meinst du vom Licht, Mann? Ja, ich weiß auch nicht. Gut. Wir werden jetzt hier mal gleich das Rennen freigeben, würde ich mal sagen. Genau. Wir schnappen uns mal kurz den Helikopter hier. Der Wim steigt da mal professionell ein. Ja. Nicht genau. Hallo, das kann's nicht trinken. Scheiße, jetzt sieht man's. Wer steht denn noch so rum? Wer steht denn da? Das ist doch der iOS, das sehe ich bis hier. So. Oh Gott, ich kann nicht fliegen. Ey, komm, Ja, oh Gott! Nein! Ich krieg in die Leute rein. So, hey, okay, eine andere Frage. Meint ihr, dass das was mit dem Heli wirkt, bevor das Rennen beendet ist? Ja, ich hab da Angst. Wir sollten vielleicht nicht crashen mit dem Heli, das wäre super. So, auf jeden Fall würde ich sagen, ja, wir sind hier professionell. Eine Stock Car Crash Challenge steht an. The last one who survives. Oh. Also ich kommentiere mal weiter, ne? Die Jungs von einem anderen Kanal. Ich würde sagen, das wird nichts mit dem Helikopter. Doch. So, wir sind wieder bereit. Stock Car Crash Challenge steht an, Freunde. Ihr wisst Bescheid. Der Tosni am Steuer, das kann nicht gut werden. Mir ist es sweaty. Und da jetzt alle in der Startposition sind, würde ich sagen, are you ready? Set, go! Das war fährt keiner. Doch, jetzt fahren sie alle. Wer fährt rückwärts? Wer fährt jetzt mal rückwärts? Wer fährt da in die andere Richtung? Freunde, was ist hier los? Einer in die andere Richtung. Das ist legitim? Das ist legitim. Das ist legitim, ja? Ja. Das ist mir neu. Ich kenne die Regel nicht. Ja, ich bin Veranstalter, aber dumm. Aber dumm, ja. Du bist generell ganz schön dumm. So, wir fliegen jetzt mal hier ein bisschen außerhalb des Feldes, damit wir... Oh, da kommt der Gegenverkehr! Oh, oh, lol! Er hat mies gewendet. Nichts passiert. Dieses Ausweichmanöver, jetzt scheint er zu wenden und doch die richtige Richtung aufzunehmen. Warum fliegst du so hoch? Damit man alles sieht. Von einem grünen Mini hier. Wer ist das hier? Der ist das. Damit man alles sieht, wie... Wir wissen nicht mal, wer da fährt. Wo bist du denn, unser Außenkorrespondent? Genau. Wo befindest du dich im Feld? Hallo, wir haben technische Probleme. wir haben technische Probleme. Bitte haben Sie einen Moment Geduld. Ja, die Jungs im Helikopter, ich übernehme mal weiter das Kommentar. Die Jungs im Helikopter haben technische Probleme und mein Auto auch gerade nicht sehen kann. Warum auch immer. Ey, wir schießen hier. Ey, Waffen und so sind verboten. Ne? Waffen verboten. Oh, gut. Wer ist denn hier? Ja, bist du in dem weißen Mini etwas, also jetzt in der Kurve? Ich bin in dem weißen Mini mit, aua, der gerade gerammt wurde. Ja. Alles klar, jetzt wissen wir. Ja, wir sehen ihn natürlich, unsere Augen sind überall. Wo ist nicht da, wo sie sein können. Also nicht im Kopf. Wir bleiben mal hier in der spannenden Szene. Er wird von iOS, glaube ich, attackiert. Wir sollten mal ein bisschen runtergehen. Ja, wir sollten ein bisschen runtergehen. Wir sollten mal aussteigen, was hältst du davon? Aussteigen ist wahrscheinlich auch nicht. In die Mitte gehen und dann gucken wir mal von der Rand zu erstmal. Alter, mein Mini hat einen Platten, die haben ja Platten. Ich würde sagen, wir hier oben drauf. Der Mini hat einen Platten. Das ist aber nicht so gut. Gibt es hier eine Boxenstops oder so? Boxenstops? Eigentlich nicht, nee. Dann hast du jetzt leider das Handicap und musst damit weiter zurechtkommen. Schade, weil eigentlich verboten Waffen, aber... Ja. Naja, egal, dafür können wir jetzt nichts dran ändern. Oh, hier fahren sie alle. Ja, mein Gott, hast doch super Chancen. Ja. Und das Rennen zieht sich immer weiter auseinander, wie man feststellen kann. Und außer hier fahren sie hin und her. Einer fährt aus der falschen Richtung. Aus die falsche Richtung in die richtige Richtung. Danke. Ja, okay, I rest my case.
Schreist du mal hier nicht so, ja? Entschuldigung. Laut. Ja, ich höre schon. Die armen Zuschauer. Wer macht ja nicht die Rundenzahl oder der Letzte überlebt oder was? Der Letzte will survive. Ja, Last Man Standing. Last Card Driving. War ein Massen-Crash. Okay. Last Card Driving. Ah, ich würde am liebsten was trinken, aber kann ich ja gar nicht mehr. Ja, nee, geht jetzt nicht. Oh, hier kommen sie auf das Ziel gerade. Auf der Ziel gerade, Alter. Die Seals, die Navy Seals sind auch am Start. Die Seals gerade. Der Seals gerade. Die untersuchen gerade meinen Reifen, ne? Ah, du untersuchst gerade deinen Reifen, das ist super. Ja, die Navy Seals hier und so, ne? Die müssen da echt fliegen. Ah, hier, MDC, der war das. Der hat mir einen Platten geschossen. Guck mir an, oh, MDC, also der Mann, ja? Also, ja. Der Mann, ja. Mann. Ich muss sagen, ich bin enttäuscht und fast erregt stört. Zugleich. Und erregt, befriedigt auch ein bisschen. Aber vor allem enttäuscht. Ah, hast du gedacht, wa? Scheiße, ich dreh mich jedes Mal. Muss mal gegensteuern. Ich glaube, wir steigen mal wieder in den Heli. Ich fühle mich hier so ein bisschen upside down. Upside down? Obwohl wir weit oben sind. Ja. Das ist bizarr, oder? Ja, findet ihr nicht? Es ist total creepy. So. Wir werden jetzt hier... Oh, wer steht da mitten auf der Fahrbahn? Ah, er fährt weiter. Oh! Frontal Crash. Da wird, glaube ich, schon der erste systematisch ausgeschalten. Manchmal auch ohne System. Ja, das ist immer so die Frage, wie viel System da wirklich dahinter steckt. Ich weiß es nicht. Wir fliegen hier... Oh, wer steht denn da schon? Wer steht denn hier? Da? Ah, er fährt weiter. Er fährt weiter. Ich muss hier mal ein bisschen... Während wir ins Dach fliegen. Hat keiner gesehen? Oh, die Bullen sind da. Anscheinend hat irgendjemand doch die Bullen gerufen. Unser vollkommen legales Rennen. Da gab es erstmal einen schönen Crash mit den Bullen. Oh. Nett. Das geht ja hier richtig zur Sache. Ich glaube, sie machen das Rennen natürlich noch interessanter. Ne? Also, ja, definitiv. Die wollen ja auch keinen Spaß haben. Ne? Ich meine, es ist ja langweilig, den ganzen Tag mit dem Arsch auf dem Revier rumzusitzen, oder? Ja, richtig, richtig. Irgendwann muss da mal ein bisschen Bewegung reinkommen. Genau. Und das finden sie hier auf dieser Pferderennbahn, die wunderschön angelegt ist. Damals von Gustav dem Großen, ja. Wurde diese Rennbahn erbaut? Bisschen Geschichte. Ja. Aber war das eigentlich, seid ihr sicher, dass das Gustav der Große war? Vielleicht war es auch Herbert der Geizige, aber man weiß es nicht. Ja, aber der ist geizig, der gibt doch kein Geld für eine Rennbahn aus. Ja, stimmt allerdings. Ja, aber der Herbert der Geizige, der hatte doch Ponys und der musste die Ponys hier irgendwo reiten, oder? Nein, ja, ich glaube nicht, dass seine Ponys auf der Pferderennbahn geritten wurden, sondern wohl eher im Stall. Genau. Oh Mann, ey. Was ist hier los? Oh, hier ist schon wieder Gegenverkehr. Oh! Da gibt's ein Dach voll zusammen. Oh, da sind Teile geflogen auf die Straße. Da muss man aufpassen, dass da nichts kaputt ist. Ja, Safety Car sollten wir vielleicht rausholen. Aber hier ist ja gar kein Safety Car. Die Cops, die gehen gut mit, ne? Ja, ja, die gehen definitiv. Oh, ich schenke sie aus. Oh, wird denn der erst abgeschossen? Eieiei. Was ist denn da los? Jetzt geht's ja aber richtig, richtig zur Sache. Geil, auf der anderen Seite sieht's etwas ruhiger aus. Ja, die machen hier gerade noch ein bisschen Urlaub. Ja. Bisschen schön. Ron jetzt bitte. Ron. Ja. Oh, jetzt hat sich das wieder ein bisschen gelichtet. Ich flieg mal wieder in den Baum. Landen sie vielleicht mal etwas. Und wo denn? Ja, vielleicht hier auf diesem weißen Dach hier vielleicht? Das ist ja immer auf die kleinsten Sachen landen. Ja, ja, na, wo sonst? Auf den kleinen. Dann haben sie eine andere Idee im Leben. Auf die großen. Besonders großen. Aha. Ich weiß nicht, wo ich landen soll. Das ist etwas problematisch hier. Ja, am besten nicht, aber da war der MDC, der ein bisschen... Der Manne geht hier ein bisschen quer. Der landet doch einfach da vorne auf der freien Fläche. Während wir, können wir ein bisschen von außen zugucken, vom hier, als Zuschauer, der noch auf dem Boden geblieben ist, weil wir sind ja schon abgehoben. Richtig. So, na dann gucken wir jetzt hier zu, oder was? Das Problem ist, hier kann man nicht so wirklich alles überblicken. Das ist eine Lüge. Problematisch. Das können wir so... Das kann so nicht gemacht werden. Das bleibt alles so, wie es ist. Mittlerweile habe ich fast zwei Platten. Also meine Felge, die ist komplett durch. Ne? Ich fahre jetzt fast nur auf den Bremsen. Auf Metall? Auf Metall. Die Metall ist wohl schon weg. Und das Metall ist auch schon weg. Und was fährst du denn? Eine Bremse. Auf der Na, wenigstens kannst du noch bremsen, ne? Das ist ja die Hauptsache. Auf der Pferdebremse fährt er. Ich hab gerade ein bisschen... Ich liebe euch mit der einen... Ja, mit dir, genau. Ja. Oh, Da muss ich rein. Jawohl! Wo musst du denn jetzt genau rein? Erklär uns das doch mal bitte nochmal. Bin ich schon drin? Ich weiß nicht, ob du schon drin bist. Ich spüre noch nichts. Oh, okay. Aber vielleicht ist er auch so klein.
Oder wer zu weiß. Dick, dass man die reinpasst. Wer liegt denn auf dem Dach? Ist das ein Polizeiauto? Oh, oh, oh. Da vorne? Ich sehe es ganz genau. Wir müssen ein bisschen das ums ist... Rennen kümmern. Ja, vielleicht das flippt das Polizeiauto einfach mal. Aber das ist gar nicht, der ist gar nicht dabei. Warum gucken wir eigentlich noch darauf? Ich weiß es auch nicht, weil das Polizeiauto so sexy ist. Ist denn eigentlich schon jemand ausgeschieden? Wahrscheinlich noch nicht. Nee. Alle noch in the race. Wir sind noch alle im Rennen. Also, das ist echt gut aus. Aber manche Autos, die haben es echt hinter sich. Also... Wie sieht denn dein Auto aus? Berichte uns doch mal. Frag mal nicht, also mein Auto ist total crazy kaputt. Crazy kaputt? Meins qualmt, hat verschwommene Räder. Oh, na dann. Qualm ist kein gutes Zeichen. Nee. Da sollte ich mal den Kfz-Mann Simulator 2014 rausholen. Zack, hier. Der kann das halten. Ja. Also es sieht noch gut aus, ich bin auch gut dabei. Ja, sehr schön. Man muss auch sagen, alle haben sich lange vorbereitet, ja. Also die haben hier trainiert, Mann, die letzte Nacht, ich war mal hier drauf. Boah, das war unglaublich, was die alles gemacht haben. Ja, und die Mechaniker vor allen Dingen, ne? Also echt große Mechaniker machen hier wirklich ein großes Kino. Ja, die haben einen richtig guten Job hier. Haben sich schon alle zerstört hier die letzten Nächte trainiert. Was können sie für Fahrmanöver fahren? Wie stellen sie es am besten an, den Gegner auszuschalten, ohne sich selber zu schädigen? Das war also unglaublich, was da auch für verrückte Taktiken mit Haftbomben wurde experimentiert. Ja, also als eigene Auto. da haben wir gerade schon mal den ersten Menschen verloren. Oh. Das tut uns gerade ein bisschen leid, aber auch nicht. Es ist sogar ist es nicht sogar hier FBI unten? Ja, heißt das nicht, dass wir mindestens 4 Sterne sein müssen? Ich glaube schon. Ich glaube, hier hat jemand richtig die Kacke am Dampfen. Oh, ich habe gerade gehört, das erste Auto ist am Brennen. Also das erste Auto ist am Brennen. Überschlag mich natürlich volle Panne. Kann ja bloß eigentlich hier vorne sein. In dem riesen Knäuel da vorne, was sich da gebildet hat. Sollen wir doch mal schnell rüber. Oh, wow. Ios ist gestorben. Er ist ausgeschieden. Ios ist raus. Rennen, der erste ist raus. Du warst eigentlich mein Favorit. Und nicht. Ja, Ios, Mensch. Er hatte Training wohl gestern nicht überrascht. Mein Favorit ist ja immer noch der Manne. Ja, muss ich sagen. Der hat viel geübt, muss man sagen. Ja, Die letzten 3 Jahre. Der saß quasi bloß vor der Playstation. Ihr könnt es auch an seinem Level sehen. Ich meine, 178, das hat er bloß durchfahren gemacht. Der hat keine Mission gemacht. Nee, nicht eine. Bis jetzt noch nicht eine Mission. Der ist bloß hier gefahren auf dieser Rennbahn. Ich habe die Kotz erschossen, ja. Sie haben die Kotz, Alter. Die Kotz. Ja, da ist er gestorben. Ach Mensch. Wir werden abgewaked, wir können aber gerade nicht tappen. Sag mal, 5-0, wo bist du gerade? Läufst du hier in der Mitte rum? Ich versuche gerade wieder die Pappbrennwahl rein. Nehmen wir iOS einfach mit. iOS nehmen wir auch einfach mit. Landen wir doch mal hier. Nehmen wir einfach mit. Wir nehmen das einfach in den Kommentatoren, den Helikopter. Ich würde dich auch ganz gerne mitnehmen, ich wüsste bloß gerne, wo du bist. Ja, ich komme wieder auf die Pferderennbahn und dann. Ja, vielleicht nicht direkt drauf. Vielleicht nicht, ja, das wäre vielleicht ein bisschen ungünstig. Da wäre vielleicht, ja, warte mal kurz, gefährlich. Ja. Ah, jetzt werden hier geheime Taktiken abgesprochen. Weil wenn dann triffst du jemanden anderes, weißt du, und da ist ja dann auch kacke, weißt du. Befindest du dich hinten neben der Pferderennbahn? Sag doch mal. Ja, ich bin jetzt schon oberhalb der Pferderennbahn. Siehst du uns im Helikopter, dann los uns doch mal. Der Helikopter, ich sehe eine große Hecke. Ah, dann weiß ich, wo du bist. Ja. Dann komm noch mal bitte rumgelaufen. Vielleicht auch die Richtung, okay, alles klar. Es ist eine andere Richtung gelaufen. Ja. Rumlaufen ist schwierig. Also das ist beide Richtungen sind möglich. Wartet mal bitte kurz, ich höre gerade unten direkt den Live-Bericht aus der von der Strecke. Ja. Wer ist angeschlagen? Welcher Fahrer? Manni, sein Auto brennt! Nein! Nicht ernst! Mann, das ist aber eine schöne Kamerasicht haben wir ja gerade. Ja. Spannend bis. Wir können jetzt nicht landen. Komm mal. 5-0, komm mal in die Mitte, das wäre super. In die Mitte, da gibt's Schnitten. Warte kurz, ich habe gerade wieder Bericht von Manne und von seinem Techniker, der sagt mir gerade wieder was. Okay. Was sagt er denn? Manne ist auch gestorben. Manne ist gestorben. Das haben wir auch schon gesehen. Jetzt. Oh Mann, Manne ist auch gestorben. Oh, Godzilla ist auch gestorben. Godzilla. Manne und Godzilla kommen direkt auch noch starten. Lande der Heli einfach nochmal. Alles klar. Wir haben aber bloß noch einen Platz frei. Also einen können wir bloß noch aufnehmen.
Ich bin ja persönlich für den Tosny, ja? Genau. Und der ist aber gar nicht dabei. Ach, verdammt. Ach, Mann. Ja, Mann. Es sind laut Bericht gerade von unten, von der Kommentatorenhalle, sind noch 1, 2, 3, 4 Autos im Rennen. 5 4 Autos. Mann, warum reden wir heute alles zusammen, Mensch? Kannst du aber aufhören, Alter. Wir sind doch verbunden, siamesische Zwillinge, ey. Die S-Zwillinge, bitte. Ja. Ey, wir fliegen gerade zu dem Fluss. Hier, warte mal. Manuel mit in den Helikopter einsteigen. Wir landen hinten auf dem Parkplatz, würde ich sagen. Da ist ein gutes Fleckchen, da haben wir noch ein bisschen Überblick. Auf dem Parkplatz alles da vorne, klar. Bitte. Da gehen Sie mal dahin. Da müssen wir uns aber mal so ein bisschen beeilen, weil das Rennen könnte jede Sekunde mal auch vorbei sein. Ja, wie gesagt, ich habe hier 360 Grad Vogelperspektive. Ne? Man kann man ja. Das ist sehr gut. So, der Mann, der darf bitte einsteigen. Oh, andere Seite wäre nicht schlecht. Oder so. Oder wo sehr gut, Godzilla, alles klärchen. Ja, den Godzilla können wir leider nicht mehr mitnehmen, das tut uns sehr leid. Aber jetzt ist der Kommentatoren-Heli leider voll. Ich denke mal, Godzilla, den stört uns auch gar nicht. Ich denke mal, der wird sich erstmal in der Kabine umziehen gehen und richtig rumfrusten. Also, genau. Ja, also ich wäre auch gefrustet, wenn ich fahren würde und so schlecht. Nein. Moment, Godzilla hat gerade noch was. Godzilla, was gibt es? Berichte uns live aus deiner Kabine. Des Todes, auf Doom. Oh, Crashy schreit um Hilfe. Ich glaube, es sieht nicht gut aus in ihr Auto. Oh, die Frage ist, wo sich Crashy gerade befindet. Crashy, in welcher Position befindest du dich gerade? Sehr schön, der Außenreporter, muss ich sagen. Crashy! Ja, der Server Crashy hat nicht den Server gecrashed, sondern das eigene Diesmal Auto. Diesmal sich selbst? Oh, da ist sie gestorben. Hab ich doch gesagt. Bedauerlich. Oh, hier haben wir noch die Larissa ja gerade unter uns. Und hat ein sehr schönes Auto. Ist gut geformt. Muss man sagen. Ich muss sagen, Godzilla hat das beste Auto. Das ist aber nicht mehr dabei. Ja, ich weiß. Das ist der Godzilla. Das ist, glaube ich, hier dein ferngesteuertes Auto, was wir so auspacken. Ja, genau. Aus der Kabine steuert er es gerade. Hat eine Puppe von sich raufgesetzt und geht voll ab. So, die Frage ist jetzt eigentlich, wer jetzt überhaupt noch im Rennen ist. Ich habe leider vorne sehe ich noch zwei Überblick. Und die Larissa sehe ich noch. Also drei Leute. Drei Leute, ja, genau. Ja, aber es ist auf jeden Fall Larissa, Chris und der Dritte. Der fehlt uns noch leider. Außenreporter, kannst du explosive Meinung einholen? Ich sehe gerade, ein grünes Fahrzeug wurde gerade von zwei großen Polizeiwagen attackiert. Also ich kann leider nicht sagen, wer ist direkt... Hier. Da dreht er auch recht um. Und fährt in den anderen Auto, gehe ich wieder rein. Böser Crash hier. Jetzt hat die Richtung gewechselt des Renns. So wie ich das sehen kann und deuten kann, sind noch drei oder vier Fahrzeuge im Rennen. Das sieht auf jeden Fall noch sehr interessant aus. So. Ich glaube, es müssten theoretisch noch drei sein, weil letztens ja da gerade mit einer ausgeflogen ist. Wer befindet sich denn hier unten? Ich würde es ja gerne sehen, aber ich sehe es nicht. Das ist Crashy. Crashy läuft da. Crashy läuft über die Fahrbahn. Das könnte sehr, sehr gefährlich werden, ja? Oh. Da bitte ich doch mal die Einsatzkräfte, diese Person einzusammeln. Ich mal jucken. So, wen haben wir denn hier in falsche Richtung? Oh, da kommt einer von vorne. Was ist das jetzt? Wo geht's da denn hin? Ist wohl jemand rausgefahren? Das ist so die falsche Richtung. Ja, also so geht's ja nicht, ne? Ich habe gerade gesehen, da haben die Mechaniker noch ein bisschen gearbeitet. Ja, ich glaube, nochmal den letzten Turbo gezündet fürs Finale. Ich glaube, die haben auch etwas repariert. Ja, so geht es nicht, Freunde. Fürs grande Finale einen kleinen Vorteil verschafft, finde ich ja persönlich, ist es in Ordnung. Ja, es ist in Ordnung. Wenn man jetzt schon riskiert. Kleine Reparaturen. Wenn man es schafft, wer steht denn da? Der Grüne ist jetzt gerade kaputt gegangen. Oh, wer steht hier? Ich meine, das sieht auch von oben nicht mehr ganz so gesund aus, das Auto. Nee. Etwas grün. Da steigt jemand zu. Ach so, der hat gewartet. Na, das ist natürlich super sozial, hier auch die Leute, die schon ausgeschieden sind, wieder mitzunehmen. Ja. Oh, und da gab es gleich mal von der Polizei an der Dreierseite. So geht's ja nicht. Oh, Sander ist gerade voll wieder in den Polizeiwagen gefahren. Also ach, Fabi und Server Crashy. Thunderbolt, also Chris. Chris, man. Aber, lass mich mal runter, ich versuche mal direkt noch jemanden bei den letzten Fahrern direkt mit ins Auto einzusteigen und... Alles klar, wir setzen dich mal hier ab. Professionell. Godzilla ist hier, guck mal. Ja. Aber Godzilla zählt nicht zu den Finalisten, ne? Er ist außerhalb der Strecke, das wollen wir dir soweit sagen. Ne? Warte, ich muss mal aussteigen hier. Larissa ist auch noch unterwegs hier vorne. Wir haben Larissa jetzt im Blick.
Sie hat sich spontan gar nicht vorbereitet. Sie hat bloß vorhin eine Flasche Wodka getrunken. Sie hat gesagt, in ihrem Land macht man das so. Also ich komme jetzt gerade hier auf die Strecke. Live auf der Strecke. Oh, das hat angehalten. Ich steig schnell ein und berichte deinen Live-Bericht aus deinem Auto. Du berichtest deinen Live-Bericht aus deinem Auto. Alles klar. Ja, ich möchte es aber auch live. Ja. Manne, was hast du zu sagen? Manne, was? Manne sagt was, okay. Nee, Manne wollte gerade was. Okay, Manne, ihr Jungs, ihr sollt mal nach oben fliegen. Manne, den Helikoptersprung wagen. Oh, den Helikoptersprung? Na dann fliegen wir mal kurz. Aber das Problem ist, Manne, das Nein, das jetzt flieg erstmal hoch. Oh. Dafür ist halt, ich will das Finale filmen. Das Finale ist auch noch auf Band, wenn wir auch ein Bandwurm zu Hause haben. Also, wie gesagt, ne, der Live-Bericht aus Hanna seinem Auto, ja, soll ich sagen. So, ist hoch genug, würde ich sagen. Es sieht. Manne, let's do it! Ja, Manne springt! Wo ist der Helikopter? Na, noch nicht, also jetzt ist er abgesprungen! Gleich zwei Leute! Das sieht sehr schön aus, muss ich mal sagen. Lass uns auch abspringen, ach nee, wir fliegen ja. Das geht ja so nicht. Da fliegen die ausgeschieden und klatsch! Oh, iOS hat es leider nicht geschafft. Verabschiedet zum zweiten Mal. So, jetzt müssen wir uns bei dem Rennen geschieden. Warte mal kurz, ich habe gerade Mechaniker vom Thundermore, ja. Oh, Larissa ist tot. Larissa ist tot. Larissa Mechaniker sind gerade unterwegs, so wie ich gehört habe. Schade. Feuerlöscher zu organisieren, weil. Weil sein Auto brennt. Auto, das ist. Danke, macht's mal mit. Also, es sieht echt kritisch aus. Aber er kämpft jetzt natürlich. Er kämpft bis zum letzten Ende. Also, man sieht, wenn er nur noch auf der Burg in Fell gefahren wurde, ja. Und ohne Lenkrad, ja, er wird das Auto durch Ziel schieben. Ja. Kampfgeist hätte er hier in dem Auto, das ist der Wahnsinn. Ja, das so lobe ich mir das, ja. Hauptsache, alles rausholen, bis das Gaspedal auf dem Asphalt schleift. Ich glaube, es sind nur zwei Leute unterwegs, nicht? Der Thunderbolt, TM, ja. Ich weiß es nicht mehr. Also, Fabi ist tot. War das der letzte? Ist es vorbei? Was, das Finale? Thunder hat das Rennen gewonnen! Ja, es ist vorbei. Wir haben gerade aus der Kabine bestätigt, das habt ihr auch gehört. Richtung. Dann würde ich sagen, wir treffen uns jetzt alle nochmal auf der Startziellinie. Am besten ohne Bullen, aber das wird sich wohl nicht vermeiden lassen. Wir landen hier schon mal. Wir möchten die drei Finalisten begrüßen. Das ist zum einen die Larissa. Die Larissa auf Platz 3, der Fabi auf Platz 2 und der Chris auf Platz 1. Ich bin beeindruckt. Muss ich sagen, damit habe ich nicht gerechnet. Hier ist der Schönen Godzilla. Guten Tag, Godzilla, aber du bist schlecht. Nein, du warst gut. Godzilla, ich dachte, er ist männlich. Ich würde sagen, Conchita Wurst-Style, ja. Oh, Conchita Wurst, haben wir auch. Jo. Also, wie gesagt, ich habe gerade nochmal die Mechaniker und so. Und Sander sagt selber, er muss schnell die Rennstrecke verlassen, weil er wird jetzt durch dieses illegale Straßenrennen, was hier auf der Rennstrecke stattgefunden hat, natürlich gesucht und nach ihm wird gefahren und wir müssen eben mal schnell weiter suchen. Ne? Das ist ja gar kein Problem. Aber auf jeden Fall wieder zur Siegerehrung. Sehr gut. Genau. Ja, das machen wir. Die Siegerehrung kommt auch noch, keine Angst. Ich würde sagen, oh, der Mann leckt ein bisschen hier. Oh, das ist ein Teleporter. Der kann dich teleporten. Das macht für unseren Moonwalk. Ja, war. Aber warte mal, wir können das auch. Warte mal, wie ging das nochmal? Ich glaube so. Nee, warte mal. Das war kein Moonwalk. Hier, guck mal, hier. Ach, der kapoeirische. Der miese Dance. Der mesopotamische Capoeira Schlagtanz, ja. Erfunden im Jahre 736 nach. Oh, jetzt hab ich das. Ja, das war beabsichtigt. Danke, Polizei. Danke für die Sponsoren. Hier, zack. Ja, gesponsert. Leute, jetzt hab ich Sterne. Nein. Gesponsert bei Schrot. Bei Schrot von. Ja. Schrothausen. Bitte lassen Sie. Ich hätte das einfach lassen sollen. Es einfach sein. Ja, ich möchte. Jetzt ist verkackt. Möchte nochmal, während Gerald anruft. Ja. Würde ich sagen. Guten Tag. Wir gratulieren nochmal den Siegern. Ja, würde ich auch sagen. Ich hoffe, die Sieger finden sich jetzt demnächst hier vorne ein auf der Zielgeraden, so im Bereich von uns. Ja, da ist Larissa, schon mal die Larissa vom Himmel gefallen. Ja. Fabi ist auch da. Dann würde ich sagen, Fabi, gesell dich doch mal bitte zu uns. Wenn auch der Steig Sander, doch mal bitte kurz aus. Sander. Nein, du sollst nicht uns überfahren, sondern du sollst dich zu uns gesellen, Mensch. Das hast du falsch verstanden. Man könnte es falsch verstehen. Es hört sich auch ähnlich an. Überfahr mich und
gesell dich zu uns. Ja, das ist quasi das Gleiche. Also den Unterschied erkenne ich gar nicht. Also ein bisschen natürlich, aber... Ach, der ist so gering. Wahnsinn. So, Fabi, ich hoffe, du steigst aus und wirfst nicht deine roten Bümpchen rum. Ach, ich glaube, Fabi ist ausgetimt vorhin. Kann das sein? Ach, scheiße. Da ist er natürlich ein bisschen blöd. Der hört uns jetzt gar nicht. Können wir mal ganz kurz raushaben? Nee, das Problem ist, dass dann auch die Aufnahme abbricht vom Spiel. Dann kommen wir mal nicht raus, sondern machen das einfach mündlich, ne? Ja, ich würde sagen, in diesem Chaos hier, wir kriegen eh nicht mehr alle zusammen. Ich würde sagen, wir gratulieren den Siegern. Zum einen die Larissa. Congratulations zu Platz 3. Dann Fabi, ne? Zu Platz 2. Unglaublich. Grandiose Leistung, der Godzilla haut uns hier fast um. Bisschen unverdient, muss man sagen. Ja, also Fabi, der war echt also eine schlechte Leistung. Also Fabi fand ich nicht so gut. Vor allem das Austime, also die B-Note war nicht gut. Ja, also da musst du aber... Der Rang, da muss man auch mal üben. Und aber natürlich, nicht zu vergessen, auf Platz 1 den Thunderbolt, den wir hier auch noch mal professionell da kann man mal ein bisschen applausen. Applausen, sagt man heute. Applausen, ja, er bedankt sich, wir bedanken uns auch mit einem... Was hast du hier eingestellt? Mit ein bisschen Trockenficken? Machen wir jetzt machen wir noch den Special Move, pass auf. Yeah! Oh, nice! Ja, das kann ich auch in echt, aber ich will jetzt nicht vor der Kamera. Das ist ja peinlich. Ja. So, hier ist auch nochmal der 5-0. Wir bedanken uns für diese Co-Moderation und der Live-Berichterstattung von der Strecke. Auch grandiose Leistung von dir. Und danke, Jungs. Und ich gebe auch direkt mal weiter an euch. Also, wie gesagt... Schaltet die Jungs durch ein und dann seht ihr die Einsicht aus dem Helikopter und ich habe die Action direkt auf der Rennstrecke und wir sehen uns beim nächsten Mal. Genau, wunderbar. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, checkt seinen Channel aus, ist bei uns in der Beschreibung und wir sehen uns dann auf jeden Fall, wir werden alle sterben rumherum, in der nächsten Folge, ja. Damit haut da raus, bis zum nächsten Mal und ich verabschiede mich mit einem Boom. Boom. Go! Oh,